Hey Leute, da bin ich wieder und ja, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 erstmal. In der letzten Folge bin ich ja hier ein bisschen hängen geblieben bei, ja, in diesem Raum hier. Und ich habe mal wieder ein bisschen rumgeschoben und geguckt nebenbei, ob wir hier noch was machen können mit diesem Quader-Dings. Und das können wir da tatsächlich, denn ich habe gesehen, guckt mal, wenn ihr euch hier hinstellt, dann seht ihr, dass wir da hinten vielleicht drauf können, indem wir den Quader hier hinschieben. Das heißt, das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht probiert, aber das werde ich jetzt einfach mal tun. Und hoffen, dass wir dadurch den Vorsprung erreichen. So. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Genau. Hier haben wir nämlich genug Platz, das Ding da hinzuschieben. Hätte ich ihn an der Wand gelassen, dann wäre das nämlich nicht gegangen. So, und dahin. Alles klar. Dann werden wir mal hier drauf klettern. Uns an den Rand stellen. Und natürlich vorher speichern, denn ich glaube, diesen Sprung kann man auch verkacken. Anlauf und, ja, wie ich schon gesagt habe, den Sprung kann man auch verkacken. Aber wir lassen uns natürlich nicht entmutigen. So. Das sieht doch gut aus. Und jetzt. Jetzt wird es interessant, denn jetzt weiß ich gerade nicht, in welche Richtung ich schieben muss. Okay, da ist ein Gang dahinter. Alles klar. Haben wir hier einen Gegner? Nee. Ein Hebel aber. Wobei Hebel ja auch mal zu Gegnern werden können. Wenn sie zu komplizierte Sachen machen. Cool, was ist das? Ein Gitter? Was hat sich jetzt geöffnet? Ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig gesehen. Es hat sich irgendeine Tür geöffnet, aber ich weiß nicht in welchem Raum. Ach, hier. Okay, ich sehe. Es ist eine Falltür in der Decke, die jetzt offen ist. Die werden wir jetzt mal begutachten. Scheiße, okay, das funktioniert so nicht. Ich hatte gehofft, wir können von da aus da hochspringen. Vielleicht ohne Anlauf? Nee, auch nicht. Okay. Ha, dann müssen wir vielleicht erst noch den Stein, den Quader zur Hilfe bitten. Den holen wir uns jetzt mal hier rüber. Mit einem beherzten Zug. Los, Lara, du schaffst es. Ich weiß gar nicht, wie würdet ihr schätzen, wie viel so ein massiver Steinquader wiegt? Ich glaube, jede Menge. So. Ich weiß nicht, ob wir das Ding jetzt überhaupt noch weiterschieben können, weil wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir nicht auf die andere Seite kommen. Aber vielleicht reicht das ja schon. Das müsste sogar gehen. Speichern wir noch einmal. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem Rüberspringen. Jawohl, das sieht gut aus. Und jetzt hoch da. Oha, das sieht nach einem Spiegelrätsel fast aus. Na los, Lara. Halt dich doch fest. Danke. Okay, noch ein neuer Raum. Mit einem Hebel. Aha, okay, das war also auch eine verborgene Falltür. Kann man hier was machen? Nee. Okay, das ist doch kein Spiegel, ich dachte. Vielleicht ist es auch einer, aber
Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Nur in diesem Spiel weiß man nie. Da sieht Gold ja auch aus wie Hautirritationen. So, was haben wir hier noch? Wir haben ja noch Magnum-Munition. Magnum, lecker. Magnum-Mandel. Okay. Ja, ich denke mal, dann haben wir hier jetzt erstmal nichts weiter zu tun hier oben. Würde ich jetzt mal so ganz dreist behaupten. Wir können hier runterrutschen und noch ein Medipack einsammeln. Cool. Warte mal. Hier geht es sogar noch weiter. Wir können... Das erinnert mich gerade an Tomb Raider 3, wo man auf den Baumstämmen rumspringt. Auf den Bäumen. Auch total kompliziert. Weil du irgendwie nicht so richtig weißt, wo jetzt eigentlich. Warte mal, da oben ist auch noch was. Ich höre was. Es ist ein Krokodil, glaube ich. Aber ich denke mal, hier oben kann es uns nichts tun. So, nochmal Magnum-Munition. Meine Herren, jetzt haben wir aber echt viel davon. Ja, man könnte jetzt noch darüber. Schaffe ich das denn von hier aus? Da hätte ich mich wahrscheinlich von da oben fallen lassen müssen, ne? Das ist natürlich blöd. Ich denke mal, das ist zu weit. Das schaffen wir nicht. Ja gut, dann gehen wir runter, erledigen das Grunze-Kroko. Oh, okay, ich wusste nicht, dass ich dann sterbe. Laden wir nochmal. Hauptsache, ich vergesse das Speichern nicht. Ach, scheiße. Helfen wir uns damit, dass wir vorher ein Medipack nehmen. Und jetzt hinunter. So. Okay. Gucken wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Okay, das Ding steht auf irgendeiner Säule. Interessant. Cool. Nur was, ne? Hier hat wohl wer Lehm abgebaut. Sieht ein bisschen so aus. Nee. Was? Okay, das war gemein. So, auf ein neues. Wo war ich? Genau, da hinten war diese dunkle Ecke, wo wir um die Ecke gebracht wurden. Ich werde mal gerade speichern. Und hoffe, dass ich hier wenigstens runter kann. Okay, das sieht gut aus. Ja, böse Stacheln. Aber was zur Hölle soll das bringen? Welch Bewandtnis hat dieses, jenes, welches? So. Nö, ich sehe gerade irgendwie nichts, was das hier bringt. Ich meine, wir können hier immer weiter runter, ja. Aber, die Stacheln's sind böse. Hier können wir, glaube ich, hangeln. Okay, aber ich glaube, das ist nur zum Leben retten da. Wenn man da runterrutscht. Tja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch einfach nur zum Verarschen da. Gehen wir mal den regulären Weg. Oder zumindest den Weg, der so aussieht, als wäre er regulär. Und ich hoffe, er reguliert auch unser Vorankommen. Ins Positive hinein. So, weitere Magnum-Munitionus. Und jetzt... höre ich schon wieder ein Viech. Und wir haben schon wieder eine Falltür geöffnet. Sehr falltürlastig hier. Alles.
Warte mal, was ist das denn? Schon wieder ein neuer Raum. Meine Fresse. Also ich muss sagen, mein Eindruck vom Spiel... Oh, scheiße. Mein Eindruck vom Spiel bisher, im Vergleich jetzt zu den anderen Teilen, die ich kenne. Also das sind... Das sind so ziemlich alle, bis auf Teil... Nee, eigentlich kenne ich alle. Ich habe alle zumindest mal gesehen. Und... Ich muss sagen, dass Tomb Raider 1 so vom Level-Design her und von den Tücken, sage ich mal, Entschuldigung, sehr, sehr einfallsreich gelungen ist. Also wirklich mit überraschenden Wendungen und solche Dinge. Katze! Gruselkatze mit Rubinaugen. Also mir gefällt es einfach, wie die Level miteinander verbunden sind und dass man irgendwie wirklich merkt, da haben sie sich richtig, richtig Mühe gegeben, sich da was auszudenken. Tja, also ich scheine da nicht rüberspringen zu können. Das ist zu weit. Deswegen werde ich mich jetzt mal hier hinunterlassen. Und mal schauen, was mich hier in dem Raum noch erwartet, außer jede Menge Panthers. Böse Panthers. Aua. Oh Gott, ich bin fast tot. Schnell ein Medipack nehmen. Ich habe übrigens vorhin, als ich offscreen war, noch ein Secret gefunden. Das war aber nur ein großes Medipack, also nichts Wildes. Okay, da hat sich eine Tür geöffnet. Okay, es ist, glaube ich, ein großes Medipack. Dann haben wir das gerade wieder zurückbekommen, was wir gerade investieren mussten. Die sind auch nett. Schicken zwei Panther raus, die uns das Leben wegknabbern und stellen wenigstens als Ersatz ein, als Entschädigung ein großes Medipack wieder mit rein. Sehr lieb, sehr lieb. Okay, hier haben wir so einen Stein. Okay, das sieht gut aus. Da können wir hoch. Ah, dann kommen wir von hier aus dahin. Alles klar. Ich frag mich, was es mit diesen Katzenstatuen auf sich hat. Ob jetzt hat sich irgendeine Tür geöffnet, habe ich gehört. Ob die irgendeinen Sinn haben. Hat sich da was geöffnet? Ich höre schon wieder. Das gibt's doch nicht, ey. Schon wieder. Panthers. Tja, ich sag ja, die haben irgendwie voll den Katzenfetisch. Ich bin ja anscheinend auch der einzige Gamer auf der Welt, der Katzen nicht mag. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht oute, weil sonst... Immer wenn dann irgendwo... Oh, das ist ein Secret, alles klar, cool. Wenn dann irgendwelche Katzenbilder gepostet werden und so, da bin ich dann immer... eher distanziert. Ich bin nämlich eher so der Hundemensch, muss ich sagen. Deswegen freut es mich auch, dass ich hier irgendwelche Katzen erschieße. Nein, so schlimm ist es nicht. Also, sie haben mir ja nichts getan, die Tiere. Aber ich mag einfach ihr Wesen nicht so. Ich mag dieses mega Unabhängige und Undankbare einfach nicht. Hunde sind einfach kameradschaftlicher, ja? Das sind einfach... Hunde sind liebere Menschen, sagen wir es mal so, als Katzen. Katzen sind halt eher so, ja, nö, fick dich, ne? Wenn ich komme, wenn ich Bock hab, wenn ich was will. Und wenn nicht, dann kannst du mir mal am Arsch stecken, dann kratze ich dir durchs Gesicht. So ungefähr. Das sind auch, das fasst auch so ungefähr meine Erfahrungen mit Katzen zusammen, was das Ganze natürlich auch erklärt, warum ich sie nicht so gerne mag. Ich habe schon öfter Katzen erlebt, die mir wirklich ziemlich böse, die mich ziemlich böse verletzt haben. Als Kind. Oh Gott, ja. Wo wir wieder beim Thema wären. Alter. Krass. Hui. Okay. Heftig. Mich gerade echt ein bisschen erschrocken. Und von einem Hund wurde ich bisher
noch nicht wirklich angegriffen. Also das ist ja auch irgendwie immer, kommt ja auch immer so ein bisschen auf die eigenen Erfahrungen an, die man gemacht hat. Gott, dieser Raum, ich glaube, den müssen wir füllen, oder? Mit Sand oder so. Der ist ja riesig. Krass. Das Einzige, was ich bei Hunden immer nicht so schön finde, ist, wenn die Besitzer sie nicht trainiert haben, darauf, sich zu schubbern an anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, was ich meine, aber halt so dieses, das ist ja so eine Unterwerfungsgeste, wenn die anfangen, sich am Bein von irgendwem zu schubbern. Und das finde ich ganz schrecklich, wenn die Besitzer oder die Halter das ihren Hunden nicht ausgetrieben haben, dieses Verhalten. Finde ich immer sehr, sehr unangenehm, wenn ein Hund sowas macht. Meistens machen das ja eher kleine Hunde. Weil das ist halt ganz simpel, ne? Wenn die irgendwie... Hier ist ein Schlüssel übrigens. Wenn die, meinen, dass ein Mensch irgendwie so riecht, als könnten sie ihn unterwerfen, dann machen die das. Und das, muss man dann denen dann halt einmal zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, dass sie das nicht dürfen und dann geht das auch. Nur die meisten oder viele Hundehalter scheinen da irgendwie, denen scheint das irgendwie egal zu sein oder so, keine Ahnung. Ich finde das sehr blöd. Das ist ein bisschen ähnlich wie wenn ich auf Familien mit ganz schlecht erzogenen Kindern treffe, dann bin ich auch immer sehr angepisst, weil ich mich dann auch immer frage, ey, könnt ihr eurem Kind nicht mal beibringen, dass es nicht auf fremden Leuten auf dem Kopf rumhaut? Als Beispiel jetzt. Okay, ich glaube, wir haben gerade den Sand ausgelöst. Im anderen Raum. Es hat sich zumindest so angehört. Und ich glaube, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Oder? Ja, doch, müsste jetzt langsam mal zu Ende sein. Wir laufen nochmal wieder zurück in den Raum und gucken mal, was wir da jetzt gekonnt haben. Ich hoffe, dass ich nicht hinunterstürze, denn ich habe wieder nicht gespeichert. So. Alles klar. Ja, das sieht gut aus. Da hat sich jetzt was getan. Oh, das wollte ich gar nicht. Bin ich hier sonst wo runtergerutscht? Ja gut, laden wir nochmal. Genau, dann sind wir wieder hier und können jetzt... Warte mal. Kann ich mich jetzt hier nicht so dezent runterlassen, dass ich da rüberspringen kann? Wir machen das mal rückwärts, vielleicht geht das. Ja, das hat funktioniert. Sehr schön. Okay, und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Wir gucken uns an, was es mit diesem Block und diesem Zugang da auf sich hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.